Plötzlich war sie wieder da, die Chance auf eine Medaille bei der Weltmeisterschaft der Formula-18-Klasse. 15 Jahre nach ihrem Titelgewinn in der spektakulären Katamaran-Klasse standen Helge und Christian Sach wieder vor dem großen Coup. Am Ende war es Platz 4 und die Frage für den Berichterstatter, soll er nun gratulieren oder trösten? Also wenn du uns vorher gefragt hättest, wäre es nur gratulieren gewesen. Jetzt, wo wir dann tatsächlich Zweiter waren, waren wir am Anfang direkt nach der Wettfahrt ein bisschen enttäuscht. Aber am Ende haben wir schon gesehen, dass wir eine Leistung gebracht haben, die wir selbst nicht vermutet hätten bringen zu können. Die Erwartung war auch sehr gering, wie Helge schon gesagt hat, mit Glück Platz 10 vielleicht. Aber eigentlich hatte ich auch eher gedacht, so zwischen 15 und 20. Das Gute ist daran, wir haben ein neues Boot. Wir hätten auch mehr trainieren müssen, mindestens eine Woche, mal mit guten Leuten zusammen trainieren müssen. Dann hätten wir den zweiten Platz auch gehalten, garantiert, weil das Boot ist einfach super auf uns zugeschnitten. Und wir kommen auch bei Wind, wo wir in den letzten Jahren immer langsam waren, kommen wir mit diesem Boot unheimlich gut zurecht bei Wind. Und das war immer unser Manko und das haben wir mit diesem Boot jetzt einfach weggekriegt und waren super schnell, haben auch die besten Rennen gefahren bei Wind. Nach der Rückkehr von der Weltmeisterschaft in Süditalien stürzten sich die beiden Brüder gleich wieder auf der Lübecker Bucht in das Katamaran-Geschehen. Diesmal auf ihrem großen M32-Katamaran. Da können wir auch Nichtseglern diesen schönen Sport vermitteln, aber natürlich auch Seglern, mit denen wir dann Trainings geben und Leute aufs Foilen vorbereiten. Nächste Woche bin ich am Gardasee und mache da so ein Training. Doch schöner als auf dem Gardasee ist es auf jeden Fall in den heimatlichen Gefilden hier in der Lübecker Bucht. Ja, das sowieso. Wenn man nämlich hier in der Woche, so wie du schon gesagt hast, wir sind ja jetzt Profis, wir segeln ja mit Gästen und so und oder trainieren andere Leute, da haben wir erstmal gesehen, was wir ja immer gelobt haben und auch gesagt haben, was für ein super Revier Travemünde ist. Weil wenn wir den Wind haben, haben wir auch den ganzen Tag, nicht hier am Gardasee, nur ein paar Stunden. Die Leidenschaft für den Segelsport haben Helge und Christian Sach bereits an ihre Kinder weitergegeben. Johann und Anton Sach, die beiden Söhne von Christian, sind inzwischen erfolgreiche 29er-Segler. Und auf dem großen M32-Katamaran, den die beiden Sachbrüder für ihre Gästeausfahrten nutzen, sind die beiden Kinder gern mit dabei. Und im Moment müssen sie erstmal in 29er ihre Lorbeeren verdienen. Und ich denke mal, sie werden, wenn sie weiterhin zu Sinn segeln wollen, auch 49er segeln wollen. Natürlich immer Katamaran, weil sie immer Spaß haben. Sie werden auch garantiert irgendwo mal bei einem älteren Nennen hier vom Mühlstein Katamaran als Vorschotter segeln. Gerade der große Johann. Und ich finde es gut, wenn sie in Katamaran gehen würden, aber leider ist es dann Mixteam und dann werden sie wieder auseinandergerissen. Ich würde mich freuen, wenn sie als Brüderpaar uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Jetzt aber steht erst einmal für sie selbst die Travemünder Woche im Mittelpunkt und da wird sich am zweiten Wochenende entscheiden, ob sie mit einem weiteren Erfolg ihre Siegesserie auf 21 Triumphe vor Travemünde ausbauen können.